Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich einmal mit euch meine Kliniktasche komplett auseinandernehmen und euch einmal komplett zeigen, was ich zu meiner zweiten Entbindung mitnehme. Ich bin jetzt schon in der 36. Woche und die Kliniktasche ist nicht fertig, aber sie steht soweit bereit, dass es losgehen könnte. Also wenn es losgehen würde, brauche ich nur noch eine Minute, um den Rest einzupacken und dann können wir los. Viele wissen ja, dass meine letzte Entbindung super schnell ging und wir diesmal wirklich total schnell sein müssen. Ja, nicht, dass das Kind zu Hause oder eventuell noch im Auto kommt. Und dementsprechend, ja, bin ich ganz froh, dass die Kliniktasche soweit fertig ist, dass wir dann wirklich direkt los können, sobald mein Partner von der Arbeit zu Hause ist und meine große Tochter verpflegt ist. Genau. So, ich habe genug gequatscht. Ich würde sagen, wir legen los. Ich wünsche euch viel Spaß und genau, schauen wir mal, was so in meiner Kliniktasche drin ist. Ja, meine Kliniktasche, die ist mega, mega schön. Die ist von Shop Mame. Ich verlinke euch die unten in der Infobox. Könnt ihr da einmal vorbeischauen. Wir mussten uns leider eine neue zulegen, denn die alte hat leider nicht so überlebt. Die gibt es nicht mehr. Und genau, deswegen habe ich meine neue bestellt. Und wie gesagt, die verlinke ich euch in der Infobox. Die ist mega schön groß. Und ich habe auf Instagram gesehen, die wird super oft als Kliniktasche verwendet. Und da dachte ich, die passt doch perfekt. Und jetzt habe ich sie hier und sie ist wirklich richtig toll. Sie ist wirklich schön groß. Die hat viele verschiedene Fächer. Und sie ist einfach perfekt als Kliniktasche geeignet. Ja, und ich würde sagen, die packen wir jetzt mal aus und ich zeige euch mal, was da so drin ist. Oh, die ist auch wirklich ordentlich schwer und ich bin froh, dass ich die nicht alleine ins Krankenhaus schleppen muss. Denn mein Partner ist geimpft und der, genau, darf ohne Corona-Test etc. mit ins Krankenhaus bei uns. Und genau, das heißt, ich brauche die nicht alleine reinschleppen. Ich glaube, das würde ich unter Wehen nicht überleben. Zusätzlich zu unserer Kliniktasche nehmen wir noch unsere Duna mit, unsere Duna Babyschale auf Rädern. Das ist nämlich mega praktisch, denn wir dürfen im Krankenhaus bei uns keinen Besuch empfangen. Also der Besuch darf nicht ins Krankenhaus, aber wir dürfen nach draußen. Und zwar so oft wir wollen und wie wir wollen, das ist völlig egal und auch mit Baby. Wir dürfen allerdings nur mit einem Kinderwagen nach draußen. Also wir dürfen das Baby nicht auf dem Arm nehmen oder so, sondern wir müssen das Klinikum verlassen mit Baby im Kinderwagen. Und da dachte ich, es gibt zwar bei uns auf der Station so Leihkinderwagen, die man sich ausleihen kann, aber ich dachte, ich nehme jetzt einfach unsere Duna mit. Da haben wir erstens die Babyschale für den Rückweg direkt mit drin sozusagen und wir können ihn als Kinderwagen benutzen und ich denke, da dürfte... Die dürften die Hebammen da ja nichts zu sagen. Wenn wir damit das Krankenhaus verlassen, dann ist es ja auf Rädern und das Kind ist angeschnallt, ist es sicher. Es kann nichts passieren. Genau, und deswegen nehmen wir die mit. Die steht hier rechts neben mir. Und genau, nur dass ihr da Bescheid wisst, damit fahren wir dann auch wahrscheinlich nach Hause. Und genau, dann wie gesagt, falls wir draußen Gäste empfangen wollen, dann können wir damit ganz einfach nach draußen düsen. So, jetzt aber wirklich zur Kliniktasche. Also, ihr braucht natürlich eine Babyschale, wenn ihr nach Hause fahrt. Oder eben Kinderwagen, falls ihr im Bus oder Bahn fahrt, was ich euch nicht empfehle. Aber das, glaube ich, wissen die meisten. So, jetzt mache ich mal hier die Kliniktasche auf. Die ist eigentlich die ganze Zeit auf, damit es nicht so stinkt da drinne. Ich habe die Kliniktasche schon ziemlich lange auslüften lassen vorher. Und sie hat jetzt auch so unseren Geruch angenommen, aber trotzdem steht sie immer offen hier im Kinderzimmer, damit es einfach, ne, damit es nicht so riecht. Genau, so, fangen wir an. So sieht das Ganze aus von oben. Ich habe das so ein bisschen sortiert. Also das, was ich ganz schnell brauche, ist oben und was ich nicht so dringend brauche, ist unten. Genau, ich würde sagen, wir fangen so mit dem oberen einfach an, was hier oben so liegt. Ich will da gar kein bestimmtes System machen, keine Kategorien. Ich fange einfach an, so wie es hier drin liegt. Als allererstes sind nämlich Kekse. Die liegen ganz oben, weil ich die gerade frisch reingepackt habe. Genau, einfach für, falls die Geburt länger dauert als bei meiner ersten Tochter, was ich nicht glaube, dann für im Kreißsaal, aber eher für nach der Geburt, denn wir hatten unglaublich Hunger auf Süßes, wir beide. Und genau, deswegen für nach der Geburt einmal Kekse.
Dann habe ich hier drin einmal die Spieluhr von unserer kleinen Maus. Wir haben zwei und ich habe gedacht, okay, dann packe ich diese hier schon mal ein. Die ist mega, mega niedlich, kann ich euch auch mal noch in der Infobox verlinken. Dann habe ich einmal eine Bürste eingepackt für mich. Und dann kommen wir auch schon, was natürlich ganz oben liegt, einmal mein Outfit, was ich anziehe, direkt nach der Geburt. Also wirklich, wenn das kleine Baby da ist, was ich dann direkt anziehe. Also bei meiner letzten Entbindung war das so, dass die Hebammen mich ausgezogen haben komplett. Also ja, ich konnte gar nicht irgendwie was machen. Ich wurde genäht und dann haben die mich schon komplett ausgezogen und mir was Neues angezogen. Und mein Freund hat dann einfach nur das Outfit, was ich damals auch mit dabei hatte, einfach aus der Kreislauftasche rausgenommen und denen in die Hand gedrückt. Und dann haben die mich einfach komplett umgezogen. Genau, was ich dort anhatte, war einfach ein neues Paar Socken, denn das alte Paar Socken war voller Blut natürlich. Und genau, deswegen einmal ein neues Paar Socken. Dann habe ich einen Stilltop von H&M. Die sind ganz toll, so eins trage ich übrigens auch gerade. Die kann man hier oben mit so einem Clip super leicht aufmachen, da kann man die Brust eben rausholen. Das ist mega, mega easy. Und da drin ist auch so ein kleiner BH eingebaut und das ist so angenehm. Ich liebe die und ihr seht, ich trage die auch jetzt in der Schwangerschaft und ich habe die mal meiner Großen einfach über ein Jahr im Alltag getragen. Also das ist einfach so eine mega Erfindung und genau, da habe ich eben eins für nach der Entbindung direkt. Ich habe jetzt hier noch eine Hose, die ist super dünn, das ist so eine Jogginghose, aber die ist super, super dünn, also wenn man hier so schaut, seht ihr das eventuell? Also die ist so ein bisschen auch fast durchsichtig. Also wirklich ganz locker für den Sommer. Ich habe aber bei meiner letzten Entbindung keine Hose direkt danach angezogen, sondern ich wurde in ein neues, frisches Bett getan, habe einen Netzschlipper anbekommen mit zwei dicken Einlagen drin und Decke drüber. Und so wurde ich in mein Zimmer gefahren. Also ich hatte gar keine Hose an. Ich weiß jetzt nicht, wie es diesmal ist. Vielleicht möchte ich auch unbedingt eine Hose anziehen oder so. Ich weiß es nicht. Deswegen habe ich die hier einfach mal mit auf dem Stapel für das Outfit nach der Entbindung direkt. Genau. Ihr seht, kein Schlibber, denn das ist wirklich das Letzte, was ihr nach einer Entbindung wollt. Ein engen String-Tanga oder ähnliches. Da sind diese Netzschlibber mit diesen großen Einlagen einfach das Beste. Ja, dann machen wir weiter, glaube ich, hier mit dieser kleinen Tasche. Hier am Rand habe ich so eine kleine Tasche und da habe ich alles reingeworfen, was ja so Kleinkram ist, was in der großen Tasche einfach zu schnell verloren gehen würde. Hier kommt außerdem auch noch Zahnbürste rein. Ich wollte eventuell noch ein bisschen Shampoo einpacken. Das habe ich nämlich nicht gemacht jetzt. Da wollte ich noch so kleine Probepackungen kaufen. Einfach nicht, weil ich mein großes mitnehmen wollte. Und ich bin mir aber noch gar nicht so sicher, weil ich beim letzten Mal auch nicht geduscht habe. Weil ich einfach nicht das Bedürfnis danach hatte. Und ich wollte es einfach nicht. Ich habe mich einfach immer nur gewaschen. Und genau. Aber ich werde es trotzdem einpacken. Aber da hole ich mir nochmal so kleine Pröbchen. Genau, das kommt also hier auch noch rein dann. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ich habe hier einmal einen Schnuller für das Baby eingepackt. Das ist so ein ganz, ganz kleiner Mini-Schnuller für Neugeborene extra. Und der ist auch schon abgekocht. Den habe ich hier in der Dose drin. Meine Große hat einen Schnuller direkt nach der Geburt gewollt. Und bis zwei Wochen nach der Geburt, danach wollte sie ihn unbedingt gar nicht mehr. Also sie ist ein absolutes Nicht-Schnuller-Kind. Aber wir sind gespannt. Ich nehme ihn einfach mal mit. Dann habe ich noch eine kleine Babybürste mitgenommen, die ist super weich. Das hatten wir nämlich bei meiner Großen nicht und ich habe das echt vermisst tatsächlich. Deswegen einmal eine Bürste. Dann habe ich zwei Waschlappen für mich mitgenommen. Das sind so ganz kleine, weiche Waschlappen. Und genau, dachte ich, falls ich mich mal im Gesicht waschen möchte oder unter den Achseln oder sowas, einfach so zum Frischmachen, weil sowas hatten wir, haben wir im Krankenhaus einfach nicht. Da haben wir nur diese Papiertücher und beim letzten Mal habe ich mich dann mit diesen Papiertüchern gewaschen. Das war absolut gar nicht empfehlenswert. Deswegen hier einmal zwei Waschlappen. Dann kommen wir zum Thema Stillen. Da habe ich einmal meine Stillhütchen mitgenommen. Bei uns im Krankenhaus gab es keine und ich habe die tatsächlich noch nie gebraucht. Also ich habe die damals schon in meiner ersten Schwangerschaft gekauft, aber nie gebraucht. Bin jetzt gespannt, ob ich sie brauche oder nicht. Ich nehme sie einfach mal mit. Dann habe ich noch einmal eine Brustwarzensalbe. Auch die hatte ich letztes Mal dabei und habe sie tatsächlich sogar gebraucht, weil meine Brustwarzen haben extrem gebrannt. Und meine absolute Rettung
beim letzten Mal stillen waren Mutti-Marm-Kompressen. Und die gibt es bei uns im Krankenhaus leider auch nicht. Und deswegen habe ich hier auch einmal 3 Pakete eingepackt. Dann habe ich schon mal eine kleine Mini-Zahnpasta. Die Zahnbürste kommt dann einfach, wenn wir losfahren. Die brauchen wir natürlich jetzt noch. Dann habe ich noch einmal ein Paket Desinfektionstücher. Wer weiß, ob ich da irgendwie was abwischen möchte jetzt in Corona-Zeiten oder ähnliches. Ich glaube, die werden da gut sauber machen, aber wer weiß. Dann habe ich auch noch ein Paket Water Wipes Feuchttücher mitgenommen und zwar einfach für mich selber, also nicht jetzt gerade direkt für das Baby, sondern einfach um mich mal schnell im Gesicht zu waschen oder die Hände mal kurz zu waschen oder sowas. Genau, ich habe einfach so eine Probepackung hier dabei. Wer weiß. Erst recht im Sommer, vielleicht schwitzt man da das ein oder andere mal ein bisschen mehr im Krankenhaus. Deswegen dachte ich, passt das ja ganz gut. Dann kann man mal kurz so die Stirn abwischen. Dann habe ich noch waschbare Stilleinlagen dabei. Da war ich mir nicht so sicher. Ich habe ja schon ein Video gedreht, so einen kleinen, wir packen die Kliniktasche Vlog. Und da habe ich auch darüber gesprochen, dass ich mir nicht so sicher bin, ob ich jetzt waschbare oder Stilleinlagen mitnehmen soll. Ich habe mich jetzt für waschbare entschieden. Einfach, weil ich glaube, dass ich sie sowieso nicht brauche. Ich hatte beim letzten Mal den Milcheinschuss auch erst an Tag 4 und da waren wir schon zu Hause. Und genau, ich habe jetzt hier trotzdem Waschbare dabei, falls der Milcheinschuss diesmal ein bisschen schneller kommt. Dann habe ich hier auch noch eine Nivea-Creme dabei. Die benutze ich eigentlich für alles und das ist so fast das Einzige, was ich irgendwie an Kosmetik brauche. Kosmetik. Da mache ich meine Hände mit bei trockenen Händen, meine Lippen, mein Gesicht. Damit creme ich einfach alles ein und das deckt alles ab bei mir. Dann habe ich auch noch ein Zopfgummi dabei. Eigentlich trage ich immer eins am Handgelenk, aber das geht nicht mehr durch die Wassereinlagerung. Und genau, deswegen habe ich jetzt die einfach mal jetzt eingepackt. Beim letzten Mal habe ich mit offenen Haaren entbunden, aber wer weiß, ob mich das diesmal stören wird. Deswegen einmal ein Haargummi. Und das letzte ist ein Akku für die Kamera, denn wir haben auch beim letzten Mal die Geburt gefilmt und das würde ich gerne diesmal wieder tun. Und bevor wir dann losfahren und die Kamera ist leer, habe ich hier schon mal einen vollen Ersatzakku. So, das war jetzt hier die kleine Tasche. Wie gesagt, Zahnbürste und sowas kommt alles noch mit rein, wenn wir dann losdüsen. Genau, so, dann habe ich hier vorne, drehe mich einmal hier um, habe ich hier vorne so 2 kleine Fächer. Und in dem einen kleinen Fach habe ich hier so eine Karte drin. Und zwar ist das so eine Karte, wo man eben die Geburtsdaten eintragen kann. Und da würde ich gerne ein Foto mitmachen, direkt im Krankenhaus noch. Und deswegen nehmen wir die direkt mit. Tue ich auch direkt wieder hier rein. Passt hier perfekt in die kleinen Taschen rein. Und dann habe ich hier vorne auch noch unsere Unterlagen. Und zwar ist das ziemlich viel, wie ihr seht. Einmal habe ich hier Vaterschaftsanerkennung und unsere originalen Geburtsurkunden. Die braucht man eben für die Anmeldung später fürs Kind. Das übernimmt bei uns komplettes Krankenhaus. Dann braucht ihr außerdem Krankenversicherungskarte, Personalausweis, Mutterpass, eventuell eine Überweisung vom Frauenarzt. Und dann haben wir jetzt noch Post bekommen hier von unserer Klinik. Da hatte ich ein Geburtsanmeldungstelefonat. Durch Corona findet das nicht mehr in der Klinik statt. Bei meiner Großen musste ich noch in die Klinik. Durch Corona jetzt findet das per Telefon statt. Und da haben wir dann hier einmal Post bekommen. Und da sind einfach noch ein paar Sachen drin gewesen, die wir eben zur Geburt mitbringen sollten. Unter anderem die Namensgebung. Das heißt, da muss man ausfüllen, ja, wie das Kind heißen soll. Und welchen Nachnamen es trägt. Und dann einmal schon die Geburtsanzeige für das Standesamt. Da muss man dann auch nachher den Namen und alles ausfüllen. Und einmal die Krankenkasse von Mutter und einmal die Krankenkasse schon fürs Kind. Also das muss man da schon alles ausfüllen, damit das dann wirklich alles ratzfatz geht, damit man dann auch relativ schnell zum Kinderarzt gehen kann, mit der Krankenkassenkarte vom Kind. Genau, da hat man nämlich beim letzten Mal total Probleme und genau, deswegen, das haben wir schon mal alles hier parat. So, und dann geht's weiter. Dann habe ich hier einmal noch ein paar Sachen für mich. 2 Stilltops, einfach eins für nach Hause und eins noch zum Wechseln. Dann habe ich noch eine Ersatz-Jogginghose und eine Leggings dabei.
Also einmal eine ganz dünne Leggings. Die ist von Le Lune und die hat so ein richtig schönes hohes Bündchen und die trage ich jetzt noch und die hat mir auch super im sechsten Monat gepasst und würde mir auch, denke ich, nach der Geburt sehr, sehr gut passen. Einfach falls ich Lust habe auf eine Leggings, ich glaube nicht. Und dann habe ich einfach noch eine etwas dickere Jogginghose dabei. Die hatte ich beim letzten Mal auch dabei. Mal gucken. Zusätzlich würde ich noch ein Kleid einpacken, aber das packe ich dann auch erst ein, wenn es losgeht, denn das trage ich gerade noch, mein Umstandskleid. Und genau, falls es einfach so warm wird an dem Tag, wenn wir entlassen werden oder sowas, dass ich dann lieber ein Kleid anhaben möchte. Ich glaube es eher nicht, weil ich auch während meiner Periode untenrum ungern frei bin. So, und dann habe ich noch ein Still-BH eingepackt und einmal einen großen Schlibber. Ich glaube nicht, dass ich meine Unterwäsche anziehen werde, denn letztes Mal bin ich auch mit Netzschlibber nach Hause gefahren. Aber ja, wer weiß. Mal gucken. Und dann habe ich noch für mich eingepackt ein Handtuch. Das gab es bei uns nämlich im Krankenhaus gar nicht. Deswegen einmal ein Handtuch. Dann habe ich noch ein Cardigan und der ist auch richtig dünn, wie ihr seht. Aber das Wichtige ist, er geht über den Popo und falls es mal ein bisschen kühler wird, dass ich mir einfach was überziehen kann. So, und das Letzte auf meiner Seite ist ein Red Bag und zwar für die dreckige Wäsche. Letztes Mal hatte ich eine Plastiktüte dabei und die im Krankenhaus packen auch eigentlich alles in Plastiktüten. Aber ich dachte, für unsere dreckige Wäsche nehme ich jetzt einfach mal ein Red Bag mit. So, dann habe ich hier einfach nur noch ein paar Getränke und zwar entweder für den Kreißsaal oder für danach habe ich einmal hier Vitamalz und ein bisschen Cola. Und dann kommen wir auch schon zur Babyseite. Also ich habe hier einmal eine Hälfte Mama, eine Hälfte Baby sozusagen. Und auf der Babyseite haben wir erstmal eine Decke. Genau, diese Decke hier habe ich eingepackt. Das ist ja eine richtig schöne Strickdecke. Das steht auch noch hier auf der anderen Seite der Name drauf. Und wir hatten bei unserer Großen auch eine Decke dabei, wo wir sie immer so eingepackt haben. Und das war super schön. Und deswegen auch hier einmal eine Babydecke. Dann ganz oben, ich weiß auch gar nicht, warum das ganz oben liegt, sollte eigentlich nach unten. Einmal das Homecoming Outfit. Ja, das ist ein Riesenstapel, wie ihr seht. Und ich zeige euch das einfach mal. Und ich verlinke euch das auch nochmal in der Infobox. So, einmal ein Halstuch. Das, glaube ich, werden wir nicht benutzen. Aber es gehört jetzt dazu. Ein kleines Turbanmützchen. Richtig niedlich. Dann eine Jacke. Ich weiß nicht, ich glaube, die ist zu dick für die Jahreszeit. Aber falls es ein bisschen kälter wird, wer weiß. Die ist auch mega süß mit so Rüschen und so dran. Und da drinnen habe ich den Strampler verpackt. Und den Body, genau. Richtig süßer kleiner Mini-Strampler mit Knopfleiste und ganz viel Blümchen. Und ja, was ganz, ganz Feines. Ein richtig süßes Homecoming-Outfit eben. Aber wer weiß, wie warm es wird. Vielleicht fahren wir nachher auch einfach mit Body und Strumpfhose nach Hause. Ich lasse mir das total offen. Ich habe mir trotzdem ein tolles Homecoming-Outfit überlegt. Einfach, weil ich das schön finde. Und ja, wer weiß, ob sie es nachher tragen wird. Aber eben das Homecoming-Outfit. So, dann habe ich noch relativ viel Kleidung eingepackt, weil einige wissen eventuell, dass wir beim letzten Mal auch unsere Tochter komplett mit unseren Sachen angezogen haben. Also sie hat keine Sachen aus der Klinik getragen. Das wollte ich einfach nicht, das mochte ich nicht und deswegen werden wir das auch diesmal wieder so machen. Das hat super geklappt bei uns, es ist nichts weggekommen und wir wurden auch nicht komisch angeguckt. Genau, deswegen machen wir das wieder so. Deswegen habe ich ein bisschen mehr Kleidung mit als jemand, der das Kind eben mit den Krankenhaussachen anzieht sozusagen. Der braucht eben nur ein Homecoming-Outfit oder eventuell noch ein Fotoshooting-Outfit. Genau, ich aber wie gesagt nicht. Ich habe noch ein Strampler dabei. So ein ganz normaler Strampler mit einem Body drunter. Einfach so als normales Outfit. Dann habe ich ein paar Bodies natürlich dabei. Auch da habe ich wieder ein paar mehr. Denn meine Große war ein Spuckbaby. Und zwar ein richtiges Spuckbaby. Die hat ab der ersten Sekunde nur gespuckt. Und deswegen ein paar mehr Bodies. Ich habe jetzt hier einmal 4 Stück. Die sind alle in Größe 50. Alle von H&M. Alles Wickelbodies.
Ich werde keinen 56 mitnehmen, einfach weil wir das bei meiner Tochter nicht gebraucht haben, bei meiner ersten. Und auch das jetzige Mäuschen, ja, scheint so zu wachsen, dass es ungefähr so mit 50 cm zur Welt kommen wird. Und deswegen, genau, einmal hier vier, fünf Bodies und dann noch einen im Homecoming-Outfit. Ich habe jetzt mal so ungefähr mit zwei pro Tag gerechnet und ja, ich denke, da kommen wir ganz gut mit aus. Beim letzten Mal hatten wir tatsächlich sogar echt Probleme mit den Bodies. Dann habe ich noch so ein ganz dünnes Jäckchen mitgenommen, entweder für die Heimfahrt nachher oder für im Krankenhaus mal schnell über ein Body drüber oder sowas. Wer weiß, wie das Wetter wird. Ich habe keine Ahnung. Und ich habe auch noch so einen kompletten Overall eingepackt. Der ist auch in 50 von Noppis, ganz klein. Und genau, den kann man ja super einfach über so ein Body drüber ziehen oder gar nichts drunter. Geht ja auch. Dachte ich, ist ganz praktisch. Und noch einen kleinen Strampler in 50, so als Outfit. Dann habe ich noch ein paar Mützchen eingepackt. Ich weiß ja nicht, wie warm es wird. Deswegen habe ich noch so ein kleines Wollmützchen mitgenommen. Und noch hier so ein paar andere kleine, ganz kleine Mützchen. Die Kinder sollten ja immer ein Mützchen aufhaben in dem Alter, egal bei welchem Wetter. Und das, genau, deswegen habe ich da so eine kleine Auswahl, weil mal gucken, wie groß der Kopf wird, weiß ja niemand. Dann habe ich noch zwei Strumpfhosen dabei, weil wie gesagt, ich glaube im Sommer ist es ein ganz perfektes Outfit, lang am Body und Strumpfhose. Wurde mir auf jeden Fall von meiner Schwester geraten, die letztes Jahr auch im Juli einen kleinen Sohn bekommen hat. Und dann noch einmal zwei Paar Söckchen, auch ganz dünne Söckchen. So, dann habe ich noch drei Hosen dabei, für die Bodies natürlich, damit man auch was untenrum hat. Einfach drei dünne Höschen, hier so eine mit Fuß drunter, auch in 50. Hier noch so ein bisschen was Dickeres, so ein bisschen strickartig. Und einfach hier so eine Pumphose einfach. Die kann man ja hier unten auch schön krempeln noch, falls sie zu groß sein sollte. Und dann habe ich noch ein Jäckchen, falls das andere vom Homecoming-Outfit einfach zu warm ist, aber ohne Jacke ist zu kalt, habe ich hier noch so ein dünnes Jäckchen für den Weg nach Hause. Die hatte meine Tochter tatsächlich sogar auch am Tag der Entlassung an. Genau, einfach so ein ganz, ganz, ganz dünnes Jäckchen. So, und dann habe ich auch nur noch Spucktücher dabei, denn die gab es bei uns im Krankenhaus auch nicht. Da habe ich einmal drei ganz normale Spucktücher. Und einmal zwei Pucktücher. Wir wollen tatsächlich so ein bisschen mehr pucken und die Kleine tatsächlich gar nicht so viel anziehen, sondern ganz viel Bonding und Pucken machen. Und da habe ich jetzt einfach zwei Pucktücher eingepackt. Genau, falls jetzt eine voll spuckt oder sowas. Oder man kann die ja auch super als Decke benutzen, wenn wir zum Beispiel rausgehen, aber es für die große oder für die, also für die Kuscheldecke zu warm ist, dann nehme ich einfach so eine Decke hier mit. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja. Und das war's tatsächlich auch. Die Kliniktasche ist leer. Das ist alles, was wir dabei haben. Was jetzt noch fehlt, sind wie gesagt Zahnbürste und Shampoo. Dann noch die andere Kamera, die große Kamera, meine Spiegelreflexkamera würde ich gerne noch wieder mitnehmen. Einfach für die ersten Fotos. Ihr wisst ja, ich fotografiere super, super viel. Und ja. Dann brauchen wir nur noch Sachen für meinen Freund, aber er hat gesagt, er packt das dann, wenn es losgeht, einfach schnell die Jogginghose und ein T-Shirt. Beim letzten Mal hatten wir nämlich nichts dabei und er hat einfach 3 Tage in seinen Arbeitsklamotten gesessen und das war nicht so cool. Aber genau, wir waren einfach so unter Stress. Aber das kommt auf jeden Fall auch noch mit rein. Und eventuell noch ein Geschenk für unsere große Tochter, aber da bin ich gerade noch so ein bisschen überlegen, was wir da machen. Ich würde gerne einfach, dass ihre Schwester ihr sowas Kleines mitbringt. Und genau. Ja, und das war's dann tatsächlich auch. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so mitnimmt und was nicht. Und dann sehen wir uns schon ganz, ganz bald wieder. Tschüssi!